Also, die Leute, die in der Band spielen, möchte ich Sie gerne auch noch kennen. Meinen Namen haben Sie schon gehört. Sie wissen jetzt, dass auch an Posaune haben wir Dickie Geit. Dann habe ich am Kornett Bert de Kort. Klarinette und Altsaxofoon Bob Kaperer. Dann in der Rhythmusgruppe haben wir einen Bassspieler, der macht schon jetzt seit einem Jahr seriös Diät und hat darum auch einen Diätbass mitgebracht. Engbost von Ragenstein. Ja, und dann haben wir an dieser Seite unser Banjo- und Gitarrenspieler Jaap van Kempen. Und am Schlagzeug Huub Jansen. Das erste Stück nach unserer Signature Tune war die Panama Rag und jetzt Jelly Roll Morton's Chimes Blues. Thank you.
Dankeschön. Dann haben wir jetzt ein Stück, das wird gesungen von Bert de Kort. Eine Komposition von dem großen Fats Waller, kennen Sie natürlich noch. Der große Klavierspieler, Komponist, Alkoholist, was war er nicht. Und er hat geschrieben das Stück, das jetzt kommt, das heißt I'm crazy about my baby and my baby's crazy about me. Thank you.
keep the lookout. Oh, baby, you can't understand. Excellent one combination of chocolate, me and she. I'm stressing about my baby, and baby's crazy about me. And my baby, crazy about me. Sabah, Dankeschön, das war sehr nett von Ihnen, so laut zu applaudieren. Wir haben jetzt ein Stück für Sie, worin nicht gesungen wird, nur gespielt und hauptsächlich die Klarinette. Peter und Bob zusammen in Weary Blues. Thank you.
die Dutch Swing College Band in der Wickhalle in Wien-Oberla. Das waren drei Good Time Jazz Classics, und zwar The Chimes Blues, Crazy About My Baby und zum Schluss der Weary Blues. Nicht nur die Dutch Swing College Band, meine Damen und Herren, konzertierte an diesem Abend in Wien, es war auch ein prominenter Jazzmusiker aus Amerika dabei. Er wird in der nächsten Sendung noch viel ausführlicher zu sehen und zu hören sein. Der legendäre Teddy Wilson. Und meine Damen und Herren, jetzt für die letzten Stücke in diesem Konzert möchten wir gerne unseren Gastartist wieder dabei haben. Und in dem ersten Stück hören Sie ihn gleich in einer Rolle, womit er damals in 35, 36 berühmt geworden ist, als er mit Benny Goodman zusammenspielte für das erste Mal. Mit Trio, Quartett, Quintett und so weiter. Sie kennen natürlich die schöne Aufnahme noch. Kombination von Klarinette und Rhythmusgruppe. Also mit Henk an der Bass, Hüb am Schlagzeug, Jaap an der Gitarre und Bob mit seiner Klarinette und Teddy Wilson am Klavier. Thank you.
Ja, meine Damen und Herren, ist jetzt die ganze Band wieder auf die Bühne mit Teddy für die große Finale in einer Jam Session über ein Stück von George Gershwin, Lady Be Good. Thank you.
Und im nächsten Stück, meine Damen und Herren, werden Sie etwas Schreckliches erleben. Unser Schlagzeuger Huub Jansen wird für Sie ein Solo spielen. Er hat ein Arrangement gemacht über ein schönes Thema, I Found No Baby, kennen Sie natürlich. Und in diesem Arrangement hat er nicht den üblichen Stil gefolgt von ein bisschen Orchester und dann 20 Minuten Schlagzeug. Und dann kommen die Leute wieder zurück und dann machen wir einen Schluss daran. Nein, er hat ein schönes Arrangement gemacht mit einem Integral-Schlagzeug in Orchester. Ein kleines Konzerto für Schlagzeug und Orchester. I Found a New Baby. Bye.
Thank you. Pleasure to be back once again playing in Vienna. It's also a pleasure to be reunited with the Dutch Swing College Band. I think one of the greatest concert jazz bands I've ever had the privilege of working with or listening to. It's a pleasure to be playing once again with Huub Jensen on the drums. Huub Jensen, ladies and gentlemen. Hank Bosch van Drakestein on the bass fiddle. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Now a couple of tunes by George Gershwin, then a little tune written by Charlie Shaver, a great trumpet player called Undecided, and then some of the music of Duke Ellington. Thank you.
Thank you.